Ja, so meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Shakes in Fiji Privatserver. Wir sind wieder am Start. Nein, warte. Privatserver. So. Das ist das, was ich immer so sage. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Yeah. Wundert euch nicht, wenn ich hin und wieder mal nach rechts gucke und rechts auch klicke. Denn ich bin nebenbei noch andererseits Shakes in Fiji beschäftigt. Deswegen wundert euch nicht. So, wir sind aber jetzt hier wieder auf Privatserver und ja, mal gucken, was hier abgeht. Ja, Apex hier am Start. Ja, das ist so wie immer. Und was haben wir hier? Millionen Crit. Ist das jetzt dein Joke? Holy shit. 10 Millionen Crit. Ja, wahrscheinlich, Alter. Na egal. Dimension hat. Oh, Schiele. Zeitmaschine. Stufe 5er. 11.000 fucking Seelen. Jo, wahrscheinlich. Immer diese Leute rauszusuchen, die dann überhaupt angreifbar sind, das ist halt 44, 26, komm, der ist doch machbar eigentlich, oder? Das ist doch nicht wahr! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, so, müssen wir mal kurz hier klicken. Wie gesagt, ist halt leider so. So, wir. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Das ist jetzt die gute Frage hier. Wo waren wir stehen geblieben? Okay, kommt da was Schönes bei raus. Bekommt natürlich der Kundi. So, so, so. So. Wo waren wir hier stehen geblieben? Glaube ich, könnten wir weiter schaffen. Das war hier. Hier war der Magier, der machbar ist. So wie ich das sehe. Machbar? Jawohl. Der Magier, der machbar ist. Und noch eingeschafft, alles klar. Also Geschick ist eigentlich so mein Feind. Aber der hat so wenig Geschick. Eigentlich müsste das jetzt machbar sein. Aber der hat halt todesviel Leben, ne? So, hier, hier haben wir einen stärkeren Gegner, der aber richtig hart drauf ist. Okay, dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Tankiness. Und hier müssen wir dann mal langsam auch machen, ne? Oh Mann, Mami. Ja, dann machen wir uns mal gleich an die Sachen. Am besten vielleicht bei jedem Slot dann langsam mal eine alle Attribute reinknallen. Das wäre eigentlich am besten. Und nebenbei noch hier die Sachen machen. So. Fucking 9 Millionen Gold. What the shit? 11.000 kostet das. Ja.
Sind wir ja fast so weit. 11.000. Helden angelockt, 1 von 4. Wie kann man denn Helden anlocken? Okay. Okay. Egal. Wollen wir mal machen. Jawohl, ich schaffe ein komplette Dungeon. Oder dass ich rausgehen muss. Das ist auch schön. So. Mal kurz gucken. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Fenster zugemacht. Warte mal, Freunde. So, also, ich schaffe ein komplettes Scheiß hier zu machen. Wir verkaufen natürlich alles, obwohl da Sachen sind für unsere Begleiter. So, dann mal nächstes. Nein, das war falsch. Wir haben hier, gehen wir zuerst mal auf den Krieger, ist schlechter, dann haben wir hier mal ein aller Attribute, Kundschafter, Magier, Kundschafter, Assassin, nichts mehr für den Krieger, alles klar, dann haben wir hier für den Kundschafter viel neue tolle Sachen. Und den Gürtel. Und dann haben wir hier für den Magier zwei Sachen. Ja, ich bin ein bisschen noch anders abgelenkt. I know it. So, Magier. Zack. Zack. Der Magier braucht ein bisschen mehr Sachen eigentlich noch. So. Nein, sondern hier. Zack. Also man geht so, so, so und dann geht man nochmal zurück. Oder wie, oder was, oder wo? Ich hab keine Ahnung. Machen wir einfach mal kurz und schmerzlos. So sieht's aus. So, dann gehen wir nochmal auf den Krieger und dann haben wir hier eine Waffe, die besser ist. So, haben wir hier noch ein für. Der ist schlechter. Magier. Der ist besser. Gehen wir mal auf den Magier. Der ist besser. Oh, warte mal. Attribute interessieren mich nicht so. Magier, weiterhin Intelligenz. Schön. Was Besseres. Kundschafter. Kundschafter. Okay. Für den Kundschafter haben wir hier eine neue. Und. Zack, gut.
gar nicht, haben die ja eigentlich alle. Ach, 11.000, das ist ja noch voll weit weg. So. Genau. Machen wir weiter. Verkaufen wir einfach alles sofort. Obwohl da jetzt zweimal Waffen waren, wo ich eigentlich gesagt habe, wir bräuchten eigentlich Waffen. Aber egal. Die kommen bestimmt noch. Was ist hier? Hey, Rucksack ist voll? Kann doch gar nicht. Ach, egal. Wollen wir mal gucken. Intelligenz, Stärke. Magier, Intelligenz. Krieger, Magier, Kundi, rein da. Und wir haben eine neue Waffe, aber die ist nicht so gut. Und rein da. So. Dann mal zum Stärko. Neue Boots. Falsche Klasse. Ach, das ist auch geschickt, warte mal. Ah, oh, war schlechter, okay. Neue Boots. Alles klar. Und der Magier bekommt dann auch. Nee. Besser. Und besser. So. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich nicht genug Platz hatte, obwohl ich hier 10 habe. Müsste ich das doch eigentlich. Müssen wir leider hier wieder klicken. Ist ja nicht so schlimm. So. Machen wir weiter. Das war falsch. Das ist richtig. Also der Magier macht gut Schaden. Bam. 1,9 Millionen. 1,1 Millionen. Kundi. Oh, der Kundi. Kundi. Oh, eine neue Waffe für die Kundi. Gut, dann machen wir direkt mal hier wieder. Zackele, dackele. Und dann sehen wir hier eine neue Waffe für den Magier. Bam. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gibt es auch noch zu? Nee. Stärke, okay. Das gehört auch noch zu Magier. Da oben ist jetzt noch oder Kundschafter. Mal gucken, was hier beim Krieger abgeht. Da, Neues. Und der Kundi bekommt. Ja, komm, bekommt eine neue Waffe. Bekommt einen neuen Hut. Und das war's. Alright. Hat die ein bisschen aufs Maul bekommen.
Das war der Magier. Der war ja mal krass drauf gerade. Geht aber jetzt aufs Maul. Alter, der Kundi. Guildkampf ansehen. Nebenbei einfach mal hier den Guild Random ansehen. Direkt mal wieder starten. Gucken, wie weit wir hier mit dem Guild Raid. Neue Waffe für den Magier. Sehr cool. Ich gucke jetzt einfach nur mal für die Waffen. So, was haben wir hier? Na, alle Attribute. Die ist aber schlechter, deswegen lassen wir das. Die ist auch schlechter, okay. Ich gucke jetzt hauptsächlich einfach nur noch für die Waffen und später dann halt für die Rüstung, weil es ist ja noch einiges zu machen hier. Und weiter geht's. Und zwar eine bessere eine Zuckerschlange ab geht die Post. Nein, das nicht. Und zwar das hier ist der nächste. Und schon wieder eine neue Waffe für den Magier. Ist aber nicht besser. Alle Attribut-Shit. So, langsam kommen wir aber in einen Bereich, wo wieder man die Sachen nachgucken kann. Neue Waffe für den Krieger. Noch nicht besser. Das heißt, die Sachen sind halt echt. So, ab hier können wir dann wieder die Sachen anlegen. Hat schon einen Vorteil, wenn man hier den ganzen Dungeon komplett nochmal abgrasen kann. Natürlich auch noch auf Max behalten, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir alle Attribute scheiße. Alle Attribute scheiße. Eine neue Waffe, die einfach genau gleich ist. Ja, nicht genau gleich. Besser. Welche Kriegersachen, wo die Boots besser sind. Die Boots sind auch besser. Besser. Bessere Rüstung. Müssen wir mal kurz mal hier wieder rüber gucken. So. Magier, da waren wir glaube ich noch nicht. Okay. So. Luren wir mal hier. Also diese Dungeons müssten eigentlich noch kein Problem darstellen. Bis zum letzten. Bis zum 14. Stock. Das wird dann
Story. Man merkt aber, da kommt schon Damage durch. Und wir haben das erste Mal verkackt. Das erste Mal überhaupt, glaube ich. Und ja, der Hammerer ist einfach schon direkt down. So, ab dem 13. Stock werden natürlich die Items durchgeguckt, ob die besser sind, weil man merkt jetzt schon, oh ja, die Items sind auf jeden Fall besser. So, nein, so will ich das nicht, so will ich das. Ersten Hammer. Boah, what? Ah. Wollen wir mal. Alter, der Kunde da holt aber rein, ne? Ein Staubsauger. Für den Kundschafter. Oh mein Gott, what? Da haben die Begleiter nichts ausrichten können. Oh. Hier ist Endstation. Alter, 42 Millionen Leben. Ja, kann man machen, würde ich sagen. So, auf 79 nochmal hochknallen hier. 78. Das sind einfach wieder 20 Level hoch. Das ist schon krass. Aber nur aus den Dungeons hier. Hey, Maximum und der ist auf 79. Wo ist denn da jetzt der Sinn? Egal. Staubsauger. Wir haben hier eine neue Waffe. Wir haben hier was Neues. Sehr schön. So, dann mal für den Krieger gucken. So. So, also wie gesagt, hier schaffen wir das nicht mehr. Schade, schade eigentlich. Einfach zu wenig Gold. Okay. Vielleicht der Wirbelsturm oder vielleicht können wir ja hier noch was probieren. Ist ja wohl jetzt ein Scherz. Oh, einen haben wir geschafft. Also mit sehr guten Dingern können wir auch den hier schaffen. Belassen wir es mal dabei. Oh, nee. Krieger. Aller Attribut. So, dann machen wir mal hier den Wirbelsturm. Ja gut, also diese Sachen hier interessieren uns ja nicht. Also... geschickt drauf. What the fuck? Ach, die sind für uns? LOL! Die sind einfach für uns? Kranker Scheiß, Alter. Ich glaube, wir sollten uns mal wieder neu equippen.
Wir machen das einfacher. Wir equippen uns einfach jetzt komplett neu. Die zerlege ich jetzt einfach. Kein Bock, die jedes Mal zu suchen. Ach, ich wollte gerade schon sagen, wo es hin. So. Dann wollen wir mal. Ja, genau, 5 auf einmal. Alles klar, Freunde. So, dann wieder hier. Vierhundertsiebzehn, what? Vierhundertdreizehn. 417, sehr schön. Ah, da kommt noch eine Waffe, mein Gott. So, 3, 423. Was? 423? The fuck? 420. Rüsten wir mal aus, wenn er 18, wo ich jetzt aber weiß, dass es besser geht. 422 für unseren da unten. Vierhundertdreiundzwanzig. Sehr nice, Alter. Es geht sogar auf 425 hoch. Eieieiei. 417. Keine besonderen Sachen. 418. 425. Sehr geil. Also wir kommen hier langsam an unsere Grenzen wahrscheinlich. 426 haben wir sogar noch mal. 424. So, dann machen wir mal hier. Eine gute 362. 57. Klopfen wir uns mal raus. Oh, und 462. Oder 357 ist eigentlich das Schlechteste da oben. Oh je, nee. Ist sogar noch mal besser. 61. So, jetzt haben wir das. Natürlich noch alles hier entzaubern und dann noch in den Waffenladen hier Sockel upgraden.
Dann knallen wir uns mal die Attribute rein, ne? Der Gildenkampf, zack. Nächster Raid. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. So, alle Attribute sind drin. Und den nächsten. Dann bitte auch direkt. Sevilla, da ist schon einer. Ganzen Tuhu Wabuhu werden wir aber auch gleich mal die erste Folge beenden hier, also die erste Folge von heute aufgenommen. Bräuchten noch drei aller Attribute, dann bin ich zufrieden. Ach guck mal, sogar noch was Besseres, zack. Eigentlich war ich auf der Suche jetzt noch ein bisschen nach Trinken. Ah, komm, die zwei ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil ich da schon einen Sockel drin habe, ist mir jetzt egal. So. Oh, du Heiliger. Ganz toller Stein. Ich beende die Folge. Tschüss, schaut an, wir sind in der Urban Playlist. Nächste Folge von Shakes and Fidget. Haut rein, haut raus und tschüss, hallo.